Hallo meine Lieben, schön, dass ihr da seid zur Waagelegung für den August 2023. Wir starten gleich mit dem Licht- und Schattentarot für dich in den kommenden August. Du kannst diesen Kanal übrigens irrsinnig unterstützen mit einem kostenlosen Abo, einem Kommentar und einem Like, damit ich auch in Zukunft weiterhin kostenlose Videos wie diese anbieten kann. Sowas zeigt sich hier bei meinen lieben Waagen in Bezug auf Liebe, Partnerschaft, Beziehungen, Begegnungen diesen August. Sechs der Kelche, sechs der Kelche. Für viele kommt mir wirklich ein Tier rein. Du bist hier sehr zufrieden mit deiner momentanen Situation. Du bist hier sehr zufrieden mit einem Freund, einem Partner, deinem Umfeld, mit deinem Tier, ja. Ich sehe hier wahr, ich nehme hier wahr, ich sehe hier wahr. Wahrsehen. Die Hohepriesterin, ja, da haben wir schon das Wahrsehen, ja, die Wahrheit sehen. Ich spüre so ein Gefühl, ja, ich nehme so ein Gefühl wahr, dass du die Wahrheit erkennst, ja, so dieses Tiefe, ja, oder beziehungsweise Höhere. In einer Verbindung, in deinem Leben grundsätzlich, dass du das Höhere erkennst. Dass du es eigentlich sehr gut hast. Dass du es eigentlich sehr, sehr gut hast. Sehr harmonisch hast. Du hast es hier eigentlich sehr, sehr gut. Danach, Leichtigkeit. Leichtigkeit, viel Freude, viel Leichtigkeit, viel Schwung auch. Neustartenergie natürlich, ja. Der Narr ist auch immer mit der Null eine Neustartenergie. Ich glaube, ein gewisses Gefühl begleitet dich hier, besonders Anfang August hier. Wir schauen dann gleich weiter von Zufriedenheit, Zufriedenheit, Glückseligkeit, auch Leichtigkeit. Ja? Ein leichtes Gefühl begleitet dich hier. Und beim Narr ist so, ach, es passt alles. Es ist alles in Ordnung. Ja? Es passt alles, es ist alles gut, es ist alles in Ordnung. Okay? Es geht hier bei dir gar nicht im Anfang August hier um Materielles. Ich sehe hier so, Freundschaften sind dir wichtiger. Gewisse Menschen in deinem engeren Umkreis sind dir hier wichtiger als irgendwelche materiellen Dinge. Und das ist eine Erkenntnis, die du hier hast im August, ja? Dass du eigentlich dich sehr, sehr glücklich schätzen kannst, ja? Mit deinem Umfeld, ja, mit deiner gesamten Situation kannst du dich sehr, sehr glücklich schätzen. Ja, das kannst du jetzt erkennen. Wow, meine Lieben. Ich hab jetzt nicht beim Kartenmischen gesagt, gib mir die besten Karten vom Deck, aber wow. Die Sonne, Lebensfreude, ja, wieder diese Leichtigkeit, diese Lebensfreude, die du ausstrahlst, eine Top-Ausstrahlung. Und wir sehen hier auf allen Karten, dass hier kein Besitz ist. Ja, wir haben hier auf keinen Karten hier irgendwelchen Besitz. Nein, du erfreust dich einfach dem Leben. Ja, Lebensfreude hier. Du erfreust dich deinem Leben. Du bist zufrieden. Du brauchst nicht mehr. Ja, in diesem Moment brauchst du nicht mehr. Solltest du hier Single sein, ja, und immer hier auf einen Partner gehofft, gewartet haben, bist du hier sehr zufrieden und glücklich, wie es gerade ist. Ja. Sollte es hier um andere Themen gehen, ja, Geld, materielle Dinge, die bisher gefehlt haben. Ich nehme ja auch so, du gehst hier raus aus einem Mangel. Ja, es ist dir wichtig, dass hier Frieden herrscht, Zufriedenheit, Freude, Leichtigkeit. Das ist dir wichtiger als Stress, Neid, Gier.
was wir eben alles haben bei den Sünden. Brüte der Kerlchen. Jemand nimmt dich hier ins Visier. Ja, ich habe es fast vermutet schon bei deiner Leichtigkeit und Freude, die du hier ausstrahlst und Zufriedenheit auch, ja, bist du hier ein ganz, ganz guter Fang. Bist du ein ganz, ganz guter Fang, ja, es wünscht sich jeder. Jeder wünscht sich doch einen Partner, der Lebensfreude ausstrahlt, der glücklich ist, der zufrieden ist mit dem, was er hat. Ja, ganz, ganz toll. Schauen wir weiter. Schauen wir weiter. Hier nimmt das definitiv jemand wahr, kommuniziert mit dir, schreibt mit dir, ladet dich vielleicht sogar ein, möchte sich gerne treffen. Eine sehr charmante Person übrigens, sehr charmant, sehr charismatisch. Ja, deine Einstellung, deine Freude, die du ausstrahlst, deine Ausstrahlung, das gefällt jemand irrsinnig gut, ja. Deine Zufriedenheit. Zufriedenheit ist etwas, was man ausstrahlt. Ja, Unzufriedenheit genauso. Ja. Es ist auch irrsinnig schwierig, ja, also in einer Unzufriedenheit, dass man sich verliebt, ja, ist fast nicht möglich, weil man diese Unzufriedenheit bereits ausstrahlt. Und hier sehe ich aber absolute Zufriedenheit und Glück bei dir einfach. Du nimmst die Sachen nicht mehr so ernst, ja. Was du früher vielleicht als ernster genommen hast, ist jetzt nicht mehr so wichtig, ja. Und du wirst sehen, es wird sich von ganz alleine hier auflösen. Vierte Stäbe. Hier kann sich jemand vorstellen, mit dir gemeinsame Sache zu machen. Entweder kann sich jemand vorstellen, sich mit dir hier zu treffen. Vielleicht steht das ja auch für ein Treffen. Vielleicht bist du aber schon an einer Position, wo es hier um eine Partnerschaft geht, mit dir in eine Partnerschaft hier zu gehen, mit dir hier ein Haus zu bauen. Wie gesagt, aber ansonsten möchte sich hier jemand mit dir treffen, dich kennenlernen. Ja, ist ein ganz klassisches Kennenlernen hier. Zehn der Schwerter. Ich finde ja, in diesem Deck sehen die Zehn der Schwerter ja auch so leicht aus, ja, so eine Leichtigkeit. Man geht jetzt raus aus alten Verhaltensmustern, ja, wo man vielleicht sehr genau war, sehr alles auf die Waagschale gelegt hat, alles sehr ernst genommen hat, ja. Man geht hier raus aus diesen Themen und möchte diese Leichtigkeit und hier wirst du auch etwas zurückgehalten, ja. Du wirst hier Wohlwollen zurückerhalten, Wohlwollen. Du wirst hier auch etwas zurückerhalten, Unterstützung zurückerhalten etc. Geld, vielleicht geht es ja auch um Geld, ja. Indem du etwas loslässt, kommt es im selben Moment oder ein paar Tage, ein bisschen später, ja, wieder zu dir zurück. Ja, wenn du jetzt hier mit Leichtigkeit sozusagen hier mit Freude etwas ausgibst. Ja, wenn du sagst, ja, das ist mir wichtig, dann wird das auch wieder zurück zu dir kommen. Wir haben hier die 8, ja, es ist im Kreislauf. Wenn du etwas in diesen Kreislauf reingibst, wird es ja automatisch wieder zu dir zurückkommen. Ja, ob von der gleichen Stelle oder von einer ganz anderen, das ist egal, aber das Universum wird es dir automatisch wieder zurückgeben. Ja, ob auf anderem Wege. Meistens ist es auf anderem Wege, aber ganz egal, es wird wieder zu dir zurückkommen, wenn du es mit Freude und Leichtigkeit etwas gibst, ja? Gut, schauen wir weiter rein mit dem Witches Tarot. Jawohl. Sechster Kelche, bitte, was haben... Wopapapa. Drei der Münzenmäßigkeit. Mir kommt ja auch rein, wie kann ich eine Angelegenheit hier in Frieden lösen, hier in Balance bringen, ausgleichen, indem du natürlich anfängst und als Vorbild hier agierst, ja?
ganz, ganz klar. Ganz klar. Wie kann ich hier eine dauerhafte, ja, dauerhafte Lösung, einen dauerhaften Ausgleich hier zustande bringen? Wow, die Hohepriesterin und der Eremit, hier die Acht der Schwerter verkehrt. Du schaust hier sehr, sehr tief. Sehr tief mit dem Eremiten. Du suchst nach Antworten in dir selbst. Ja? Da, wo du keine Antwort weißt, da horchst du in dich selbst. Du weißt genau, du wirst im Außen keine Antwort auf diese Frage finden. Du wirst im Außen keine Antwort auf diese Frage finden, denn wo liegt denn die Zufriedenheit, wo liegt denn der Frieden, ja? Der liegt bei uns ganz tief im Inneren. Den wird man im Außen nicht finden, den kann man nur im Inneren finden. Diese Zufriedenheit, diese bedingungslose Zufriedenheit, diese Leichtigkeit, das findet man nur im Inneren. Das kannst du nicht im Außen suchen, deshalb hier die Acht der Schwerter auch. Hier sind die Augen hier verbunden. Warum? Weil man es nicht im Außen finden kann. Der Frieden ist nämlich in uns drin, ganz tief drinnen. Und da muss man reinhorchen, ja, in dieser Bewusstheit. Der Narr. Ich sehe deinen Willen, hier etwas auszugleichen, für Harmonie, für Frieden hier auch zu sorgen. Vielleicht auch in einer Verbindung. Der Narr, die Neun der Stäbe. Narr, Neun der Stäbe. Du kannst dich genau, hier wirst du das finden. Hier wirst du diesen Bereich finden, ja, diesen Bereich der Leichtigkeit, der Freude, des Friedens, und den wirst du hier abstecken, abgrenzen, ja. Du hast jetzt einen Schatz gefunden und den wirst du jetzt hier abgrenzen. Wir haben hier witzigerweise hinter den Stäben die Sonne und das wird ja beschützt, ja. Das dahinter liegende Land, das wird ja hier beschützt, ja, vor Eindringlingen. Du lässt hier in diesen, in deinen inneren Raum hier auch niemanden rein und hier Chaos mehr anrichten, zum Beispiel, ja. Du lässt hier niemanden mehr rein, und um Chaos hier anzurichten. Zum Beispiel mit Verletzungen, mit verletzenden Worten auch. Mit verletzenden Gesten, mit verletzenden Handlungen. Du lässt hier niemanden mehr rein, hier deine innere Sonne, dein inneres Leuchten, deinen inneren Frieden hier zu zerstören, durcheinander zu bringen, Chaos hier reinzubringen. Das lässt du nicht mehr zu. Sieben der Schwerter hier mit dem Ritter der Kelche. Du lässt hier auch nicht mehr zu, dass du hier von jemandem verarscht wirst. Ja, ich sage es jetzt so, wie es hier liegt. Du lässt hier nicht mehr zu, dass dich hier jemand verarscht. Ja, nicht. Wie soll ich das jetzt sagen? Betrügt, hintergeht, dich belügt. Das lässt du hier nicht mehr zu. Ja. Da ist Schluss für dich jetzt. Du hast das alles durchlebt, da ist jetzt Schluss. Du hast es erkannt, du weißt, wo dein Frieden ist und du lässt es auch gar nicht mehr an dich ran. Drei der Schwerter, sieben der Schwerter, haben wir die zehn der Schwerter, was eben für einen Abschluss hier steht. Das ist jetzt genug für dich. Du gehst in die Leichtigkeit, du gehst in den Frieden und nochmal hier die Sonne und das andere lässt du hier nicht mehr zu. Du lässt dich hier definitiv nicht mehr verletzen, mit dir spielen, dich betrügen. Sechs der Kelche, Page der Kelche. Wir hatten hier am Anfang die Sechs der Kelche. Es kann natürlich einerseits für jemanden aus der Vergangenheit hier stehen, der hier wieder auf dich zukommt. Ja, jemand aus der Vergangenheit, der hier wieder auf dich zukommt und hier etwas ausgleichen möchte. Hier möchte jemand etwas ausgleichen, weil du das andere ja gar nicht mehr zulässt. Also entweder
verschwindet man hier jetzt oder man gleicht hier etwas aus jetzt. Weil das andere lässt du dir nicht mehr gefallen, das lässt du nicht mehr mit dir machen. Vier der Schwerter. Rückzug, Erholung, Entspannung. Die drei Schwerter, die Verletzungen auch beiseite stellen. Ja. Vielleicht gibst du hier eine neue Chance. Vielleicht gibst du hier eine neue Chance, jedoch du vergisst die drei der Schwerter nicht. Ich sehe nicht, dass du nachtragend bist. Du hast das beiseite gestellt, du möchtest das nicht in deinen Fokus nehmen, aber du wirst diese Erfahrung nicht trotzdem nicht vergessen. Ja? Auch wenn du vergibst, du kannst diese Person vergeben, aber du vergisst es ja trotzdem nicht. Ja? Diese Erfahrung bleibt dir. Und deshalb schaust du auch, glaube ich, sehr genau drauf. Ah ja, hier haben wir auch die 10 der Schwerter hier nochmal angezeigt. Du schaust dir auch genau drauf, was von einer Person zurückkommt, ob das Ganze fair und gerecht ist, was du auch hineingibst, was diese Person reingibt. Eine Beziehung ist grundsätzlich, ist ja gar nicht existent. Eine Beziehung existiert ja nicht wirklich. Eine Beziehung ist das, was zwei Menschen hineingeben. Ja, da ist ein Kelch, ein Topf und was jeder immer wieder reingibt, auffüllt, das ist dann die Beziehung. Aber hier sind die beiden Menschen, die hier daneben stehen. Das heißt, die Beziehung ist nur das Ergebnis von dem, was zwei Personen hier reinschütten oder rausnehmen. Ja, da gibt man, da nimmt man, da nimmt man was raus. Wenn natürlich einer nur reingibt in diesen Kelch, in diesen Topf, in diesen Beziehungstopf, der andere nur rausnimmt und es wird dann immer schneller und der eine kommt gar nicht mehr nach, dann passt es nicht. Ja, deshalb beide rein, wieder mal raus, wieder rein. Ja, immer wieder schauen, dass dieser Kelch befüllt wird, wenn das von beiden Seiten her passt, ja, weil einer alleine kann nicht langfristig natürlich den Kelch einer Beziehung auffüllen, das müssen beide tun, ansonsten, ja, füllt man alleine seinen eigenen Kelch auf, da ist man besser dran. Das geht einfach nicht, das hat kein Mensch für das ganze Leben die Energie, diesen Kelch der Liebe, diesen Kelch der Beziehung auch immer wieder ja, zu füllen und ein anderer nimmt vielleicht nur, ja. Das muss schon ausgeglichen sein und ich sehe hier auch, du wirst auf das achten. Du wirst ja sehr stark auf das achten, ob das fair und gerecht ist. Wie gesagt, das können gute Freunde sein, langjährige Freunde, wo du jetzt mal schaust, bist du eigentlich immer der, diejenige, der hier immer reingibt, reingibt, reingibt oder tun die anderen da auch was dafür? Zu schauen, ist das ausgeglichen im familiären, im partnerschaftlichen. Wie gesagt, bei manchen kann das natürlich auch hier beruflich sein, dass man sich hier gewisse Dinge nicht mehr gefallen lässt und schaut, hey, wie viel gebe ich eigentlich, wie viel gibt der andere, passt das überhaupt, ist das im Ausgleich, passt das für mich so, dass ich in meinem Frieden hier bleiben kann? Ja, ich sehe sehr stark, dass du das innerlich abcheckst, ja, dass du in dich hineinfühlst, in dich hineinhörst hier auch, ja, die Wahrheit hier erkennst, die Wahrheit siehst. Wir hatten ja das Wahrsehen. Das nehme ich schon wahr. Also du hast ja schon ein Schwert in der Hand, ein Schwert gezückt, aber du beobachtest die ganze Sache mal und schaust dir das hier genauer an. Auch eine Person, sollte eine Person auf dich zurückkommen wollen, die dich früher aber verletzt hat, enttäuscht hat, verlassen hat, dich betrogen hat, etc. Sollte hier eine Person zu dir zurückkommen wollen, sehe ich hier, ja, du gibst eine Chance, also ich sehe hier nicht, dass du hier gleich von Anfang an abwehrst, aber du hast hier eine Grenze gesetzt, ja, vor deinem Herzen. Und die muss man erst überwinden. Diese Grenze muss man erstmal überwinden und da schaust du ganz genau auf das Verhalten, wie tut dieser Mensch, wie verhält es sich jetzt, hat es sich verändert, er sie natürlich. Genau, so, das werden so Themen sein für im August. Und wir schauen jetzt auch genauer rein, ja, in der weiterführenden Legung mit den Rider-Waite-Karten. Da schaue ich genauer, wer ist diese Person, ja. Wer ist diese Person genau, was hat diese Person hier gemacht, beziehungsweise
was wirst du hier tun, was wird hier am Ende dabei rauskommen, wird es hier zu einem Treffen kommen oder nicht, da schauen wir jetzt genauer rein, wie gesagt, im VIP-Mitgliederbereich, schaut gern vorbei und ich ziehe auch noch eine Herz- bzw. eine Glückskarte für dich. So, ansonsten schau dir auch gern dein Mond, Mars, Venus und Aszendentzeichen an. Es könnte hier eine wichtige Botschaft für dich dabei sein und abonniere natürlich kostenlos diesen Kanal, damit wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!